Seit 2011 kann Ades seine Kocher dank eines Vertrages mit dem Schweizer Klimaschutzprojekt MyClimate erheblich preisgünstiger anbieten als bisher. Die Verursacher von CO2-Emissionen kaufen bei MyClimate ein Zertifikat. Mit dem Erlös wird ein Projekt unterstützt, das, wie Ades, Kohlendioxid-Emissionen einspart. Emil geht in Andavaduk zur Schule. Er hat bei der Umwelterziehung durch das Team von Ades Morumbi gut zugehört.402.000 Tonnen Holzkohle wurden laut WWF allein im Jahr 2012 von madagassischen Haushalten beim Kochen verfeuert. 80%, vor allem auf dem Land, kochen noch mit Holz. Die Städter nutzen zu über 90% die Holzkohle. Ades und MyClimate schlossen ihren Vertrag im Jahr 2008 für die Dauer von 7 Jahren ab. Ziel dieses Vertrags ist, den CO2-Ausstoß in dieser Zeit um 270.000 Tonnen zu verringern. Nach neuesten Schätzungen werden es sogar 370.000 Tonnen sein, was einer eingesparten Holzmenge von etwa 460.000 Tonnen entspricht. 2011 wurde das ADES-Projekt nach dem Goldstandard zertifiziert. Dieser Standard unterliegt strengen Bedingungen. Anhand eines Kitchen Survey muss ADES nachweisen, dass sein Projekt tatsächlich die Emissionen von Kohlendioxid reduziert. Das Team von Ades Matsanga plant den Kitchen Survey in verschiedenen Stadtvierteln. Besucht werden sollen diese Woche 40 Haushalte mit geringem Einkommen. Dank der finanziellen Unterstützung des Rotary Clubs erhielten diese je einen Solarofen und einen Olize. Rasua Vasa Mart in Zararano ist eine überzeugte Ades-Köchin. Die Zertifizierung eines Projekts nach dem Goldstandard verlangt, dass dieses konkret zur Entwicklung vor Ort beiträgt, zum Beispiel mit der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie in Form von Umwelterziehung und Aufforstung. Ades erfüllt alle diese Bedingungen in vollem Umfang.